Frank Dettinger fährt den Simulator eines smarten Cockpits, das am Innovationscampus Mobilität der Zukunft entwickelt wurde, einer Kooperation zwischen der Uni Stuttgart und dem Karlsruher Institut für Technologie. Am ICM werden Projekte zu den Bereichen Software, Mobilität und Produktion umgesetzt. Frank Dettinger, einer von 300 Forschern, erklärt uns, was das intelligente Cockpit genau ist. Also das intelligente Cockpit ist an sich ein klassisches Fahrzeugcockpit, das mit weiteren Sensoren ergänzt wird und dann auch über KI-Modelle verschiedene Gesten, Zustände im Fahrgastraum lernt. Das System kann die Temperatur sowie das Licht anpassen und den emotionalen Zustand von allen Personen im Auto erkennen und sie beruhigen. Also einerseits haben wir da aktuell eine Gestenerkennung. Man kennt ja das Reiben der Hände oder irgendwie das Abwischen der Stirn, wenn es einem zu heiß ist oder zu kalt. Für Studierende, die nachhaltig unterwegs sein wollen, könnte das smarte Cockpit jedoch nicht geeignet sein. Denn laut einer Studie verbrauchen komplexe Sensoren und KI-Modelle viel Energie für den Betrieb. Ein weiteres Projekt ist das O-Trace-Projekt. Das Ziel ist, durch die Energieeinsparung von Elektrostadtbussen den CO2-Verbrauch zu senken. Das soll mithilfe von Over-the-Air-Communication und der gemeinsamen Nutzung von Daten funktionieren. Im Endeffekt ist die Heizung, Lüftung, Klimaanlage von einem Bus einer der größten Verbraucher direkt nach dem Antriebsstrang, nach dem elektrischen, und verbraucht etwa 40% der Energie. Das heißt, wenn man von der Energie einen Teil einsparen kann, kann man die Reichweite von einem Linienbus erhöhen. Die Verkehrslösungen von morgen könnten für Studierende besonders interessant sein. Was hier noch nach einer Simulation aussieht, könnte laut Dettinger bereits innerhalb der nächsten Jahrzehnte umgesetzt werden. Und wir könnten uns von autonomen Fahrzeugen zur Uni fahren lassen. Diese Fenster zeigen den programmierten Code und die Algorithmen, die das Fahrzeug steuern, während es sich eigenständig durch verschiedene Szenarien bewegt. Doch zu wissen, dass kein Mensch hinter dem Steuer sitzt, könnte bei vielen Ängste auslösen. Wie sicher werden diese Fahrzeuge sein? Unfälle können immer passieren, vor allem im Mischbetrieb. Wenn wir jetzt aber rein von den regulatorischen Rahmenbedingungen ausgehen, die wir aktuell haben, muss, bevor das Fahrzeug auf die Straße darf, nachgewiesen werden, dass es mindestens so sicher wäre wie ein menschlicher Fahrer. Würde das autonome Fahren die zukünftige Mobilität auch für Studierende wirklich verändern? Dadurch, dass die Fahrzeuge eine Route autonom bedienen können, braucht man nicht mehr zwingend den Fahrer, wodurch man auch zusätzliche Sharing-Angebote realisieren kann, was dann auch dazu führt, dass Studenten sich nicht mehr aktiv ein Fahrzeug kaufen müssen, sondern quasi on demand die Fahrzeuge abrufen können und diese so nutzen.